Für die Mayas ist Tequila die Opfergabe der Wahl, um Mana zu produzieren. Aber wie optimiert man seine Produktion, um immer ausreichend Mana zu besitzen? Die Mayas haben gemeinsam mit den Wikingern den längsten Produktionsweg, da sie 4 verschiedene Gebäude benötigen, um Mana zu produzieren. Also gehen wir jeden Schritt einmal durch. Die Produktion von Tequila beginnt in der Wüste, da dies der einzige Ort ist, an dem Agaven angebaut werden können. Sollte es auf einer Karte keine Wüste geben, ist dies kein Problem, da das Startmana eines großen Tempels für eine Anwendung des Abkürzungszaubers ausreicht, der ein Stück Grasland in erstklassiges Wüstengebiet verwandelt. Wie die Getreidefarm nutzt auch die Agavenfarm unter idealen Bedingungen nur die beiden inneren Ringe ihres Arbeitsbereiches aus. Viel zu optimieren gibt es hier aber nicht. Nach ein paar Tests erwies es sich als am besten, den Arbeitsbereich so zu platzieren, dass der innere grüne Ring direkt an die Tür grenzt. Dies erhöht den Ertrag im Vergleich zum Standardbereich aber nur um etwa 4%. Unter diesen Umständen produziert eine Agavenfarm etwa 1,8 Agaven pro Minute. Im Gegensatz dazu behauptet der entsprechende Artikel auf Siedler Community, dass eine Agavenfarm nur 1,3 Agaven pro Minute produzieren kann. Kommen wir zur Verarbeitung der Agaven. Hierzu wird zusätzlich Wasser benötigt, achtet also darauf, ein Wasserwerk in der Nähe zu haben. Unter idealen Bedingungen produziert eine Tequila-Distille etwa 2,67 Tequila pro Minute. Wir brauchen also etwa 1,5 Agavenfarben pro Distille. Ein Wasserwerk der Mayas produziert im Idealfall etwa 5,8 Wasser, plant also ein Wasserwerk für 2 Distillen ein. Um die Produktion eures Wasserwerks zu optimieren, zentriert ihr den Arbeitsbereich auf dem nächsten Flussfeld. Den fertigen Tequila zu opfern geht vergleichsweise schnell. Ein kleiner Tempel produziert bei optimaler Versorgung etwa 4,5 Mana pro Minute. Nicht 2, wie Siedler Community behauptet. So langsam bekomme ich den Eindruck, dass sich die Autoren da die Zahlen einfach aus den Fingern saugen. Um einen kleinen Tempel optimal zu versorgen, benötigen wir also etwa 3 Agavenfarmen, ein Wasserwerk und 2 Tequila-Distillen, wobei wir dabei etwas mehr als nötig produzieren werden. Zugegebenermaßen halte ich dieses Video nicht für besonders hilfreich, da es keinen Trick zur Mana-Produktion der Mayas gibt, aber langfristig haben wir hierdurch richtige Referenzwerte für die Zukunft bekommen. Damit können wir in einem späteren Video die Mana-Produktion der 4 Völker direkt vergleichen. Und die Gegenstücke zu den Römern, Wikingern und unter Umständen sogar Trojanern dürften ein gutes Stück interessanter werden.